Guten Morgen! Boah, es ist echt noch richtig dunkel. Es ist jetzt gerade 6 Uhr. Wir fahren heute noch früher los als normal, weil eine echt große Etappe auf uns wartet. Knapp 50 Kilometer und wir wollen das gerne morgens in einem Stück schaffen, also bis maximal 11 Uhr eigentlich. Leider keine andere Wahl. Dazwischen sind keine anderen Städte, keine anderen Hotels. Von daher müssen wir richtig in die Pedale treten und losdüsen, und deswegen packe ich jetzt die Räder und dann geht's los. Das war's, los geht's. Ich weiß gar nicht, ob wir auf unserer gesamten Reise jemals so früh losgefahren sind. Wie spät ist das jetzt? Irgendwie Viertel nach sechs? Boah, abgefahren. Aber es ist auch richtig schön, so früh morgens zu fahren. Im Morgennebel. Alles noch so ruhig. Und auch so angenehmes Klima. Man friert fast. Fast. Richtig gut. Gucken wir, dass wir hier aus der Stadt rauskommen. Und dann werden Kilometer gemacht. The Challenge beginnt. 47 Kilometer to go. Gut 18 Kilometer haben wir geschafft. Ich wollte eigentlich gerade erzählen, wie gut das Ganze klappt, dass wir Kira morgens in den Wagen reinlegen und sie dann die ersten 2 Stunden eigentlich durchschläft und wir wirklich gut Kilometer machen können. So nach 2 Stunden machen wir halt dann gerne die erste Pause, weil nach 2 Stunden soll man die Kids halt einmal aus dem Anhänger rausnehmen und sie einmal ja, durchstrecken und so weiter, damit es keine Probleme mit dem Rücken gibt. Aber jetzt sind wir halt ungefähr 1 Stunde unterwegs und Kira ist gerade aufgewacht. Babys sind halt nicht berechenbar, aber sie scheint ganz zufrieden zu sein. Vielleicht schläft sie gleich wieder ein. Schauen wir mal. Ja, jetzt ist auch einmal alles gut. Jetzt wird es ja gut. Маленький перерыв. Да, пауза. Ja, мой папа посмотреть, тут они еще или нет. Мама und Papa gucken, ob sie noch da sind. Да? Okay, jetzt haben wir 10 Minuten Pause gemacht, haben mit dir gesprochen. Die war ganz zufrieden, als wir das aufgemacht haben. Und nun fahren wir los. Nee, die scheint doch eine längere Pause zu brauchen. Das ist ein bisschen, wenn man sie so bald aus dem Anhänger manchmal rausholt, will sie für schon eine Stunde nicht mehr wirklich rein. Deswegen haben wir gedacht, dass wir die so ein bisschen beruhigen können und zufriedenstellen, aber nee, leider muss man noch mal anhalten und gucken. Все хорошо, малыш. Сейчас. Мама с папой поняли. Wir haben verstanden. Ja, und weil wir auch natürlich nicht zu lang sie in einem Anhänger schreien lassen wollen oder quasi unzufrieden lassen wollen, halten wir da an, wo das jetzt gerade passt und ja, haben wir jetzt hier mitten auf der Straße quasi angehalten und sind ein bisschen hier an der Seite ins Gras gegangen.
kann man sich nicht aussuchen, du. Weil sie kann das noch nicht verstehen. Wenn man noch 5 Minuten länger fährt, dann kommt man vielleicht einen schöneren Platz. Aber das kommt vielleicht noch. Gut, dann können wir noch mal gucken, ob wir das schaffen, uns hier zu lokalisieren. So funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Also, Yucatan-Halbinsel. Da oben sind wir. Hier haben wir gestern Nacht geschlafen. Colonia Yucatan. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach... Na, wo ist es? Ach, da. Dizimin. Na. So, und es sind noch 25 Kilometer. Gar nicht schlecht. Schon ganz gut was geschafft. Wir brauchen noch eineinhalb Stunden zum Fahren. Ja. Das ist dann auch natürlich der Grund, warum wir so früh losfahren für 50 Kilometer. Ich meine, wenn wir wirklich in die Pedale treten, brauchen wir halt 2,5 Stunden oder so. Und da sind jetzt halt, wenn wir wirklich um 6 Uhr losfahren und 10:30 ankommen wollen, sind es 4,5 Stunden. Da sind dann solche Pausen halt natürlich mit eingerechnet. Wäre schön gewesen, wenn wir noch ein bisschen weiter hätten fahren können. Aber gut, machen wir jetzt ein bisschen Pause. Olga stillt sie ein bisschen, schaukelt sie ein bisschen. Wir spielen ein bisschen mit ihr. Und dann gucken wir, wann es weitergeht. So, das hatten wir schon im letzten Video gezeigt. Unseren zusätzlichen Sonnenschutz, den wir ja aus unserem Tragetuch bauen. Den aktiviere ich jetzt direkt mal wieder, wenn wir die Zeit haben, sowieso Pause machen müssen. Dann können wir den auch schon ranbauen, weil langsam aber sicher die Sonne dann doch rauskommt und es ein bisschen wärmer wird. Dann haben wir da ein bisschen zusätzlichen Schutz. Erstaunlicherweise hat das jetzt ziemlich gut geklappt, muss ich sagen. Das hätte ich nicht so erwartet. Aber die Kleine ist immer für eine Überraschung gut. Ich habe sie kurz gestillt, kurz auf dem Arm gehabt. Und dann war sie eigentlich relativ ruhig. Und dann habe ich sie einfach wieder in den Wagen gelegt und das fand sie auch gut. Also sie war wach. Und dann sind wir jetzt wieder, weiß nicht, 5 Kilometer oder so gefahren. Und sie ist wieder eingeschlafen. Richtig gut, 27 Kilometer haben wir jetzt. Das heißt, es fehlen noch ungefähr 20. Mal gucken, vielleicht schaffen wir das sogar jetzt noch in einem Zug. Dann wäre die Etappe definitiv entspannter als gedacht. Aber warten wir mal ab, was passiert. Aber ich bin zuversichtlich. Auf jeden Fall muss ich sagen, einerseits habe ich mir allgemein das Reisen mit einem kleinen Kind schwieriger vorgestellt. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, wie klar will sie damit kommen, dass die Umgebung sich immer ändert. Und ja, dass das alles immer ein bisschen unterschiedlich aussieht. Damit kommt sie bis jetzt erstaunlicherweise sehr gut klar. Aber das andere ist, ich habe es gedacht, wir fahren gemütlich die morgen 2 Stunden und dann haben wir unsere Etappe. Ja, es ist auch fast so, aber nicht immer. Zum Beispiel wie heute, wenn man eine Etappe hat, die länger ist und dann braucht man einfach mehr Zeit, die wir allerdings auch nicht so richtig haben wegen dem Wetter. Das sind echt so ein bisschen ein paar Faktoren, die jetzt das ganz Einfache etwas schwieriger machen. Aber ich glaube, größer sie wird, desto mehr gewöhnen sie sich dran und desto mehr wird sie einfach gucken und wird auch Spaß dabei zu haben, nicht zu schlafen, da drin zu sitzen. Und definitiv, wenn das Wetter abkühlt, werden wir einfach mehr Zeit haben und werden einfach nicht diese Zeitstress haben,
dass wir in den ersten drei Morgenstunden unsere Gesamtkilometer abgefahren werden müssen, sondern können wir das auf den gesamten Tag aufteilen, auf eine Picknickdecke und ein großes Moskitonetz irgendwo chillen, längere Pausen machen und dann in zwei, drei Etappen das fahren. So stelle ich mir das vor. Aber ja, jetzt haben wir die längere Etappe und ich glaube, die schaffen wir auch. Sind angekommen. Kira hat durchgeschlafen, wacht jetzt gerade auf. Alles tipptopp. Si, claro. Super, sehr gut angekommen. Hier ist unser Hotelzimmer. Wieder sehr, sehr basic. Mit zwei Betten. Eins und zwei. Auf dem liegt Kira gerade. Und hier überall wieder unser Zeug verteilt. Und ein ganz wunderbares Feature hat unser Badezimmer. Und zwar gibt es hier die Dusche und bei der Dusche sind halt irgendwie diese drei Armaturen. Man kann kalt und warm einstellen und dann irgendwie an und aus mit dem dritten. Und wenn man das Ganze dann irgendwie auf warm einstellt, aber dann den dritten irgendwie nicht aufdreht, also irgendwie diese ganze Wasseranlage hier irgendwie auf warm gestellt hat, dann wird tatsächlich die Toilette irgendwie mit heißem Wasser gespeist. Und der ganze Toilettensitz, die ganze Toilette wurde mega warm. Wir haben uns darüber witzig gemacht, dass es hier eine Toilettenheizung gibt, so wie in Südkorea oder in Japan. Ob das gewollt ist, bin ich mir nicht so sicher. Aber wie dem auch sei, jetzt gehen wir mal in die Stadt und gucken uns ein bisschen um, was hier so los ist. Unser Hotel ist direkt im Zentrum und dementsprechend müssen wir gar nicht so weit laufen, um hier die Hauptsehenswürdigkeiten zu sehen. Tizimin, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ist entstanden irgendwie hier in einer Gegend, wo es schon sehr, sehr lange Siedlungen gab und die Gegend ist seit über 4000 Jahren auf jeden Fall besiedelt. Und als die Spanier hier dann ankamen, irgendwie so, also vor 500 Jahren, sind auch irgendwie ein paar Franziskanermönche mit hier angekommen und die haben halt ja vor ungefähr 500 Jahren eine große Kirche gebaut und das ist genau die hier hinter mir. Ziemlich krass, 500 Jahre alt. Gucken wir mal, ob wir uns die noch genauer anschauen können. Sieht leider so aus, als wenn das heute oder irgendwie im Allgemeinen, weiß ich nicht, zu ist. Ist alles irgendwie dicht. Keinerlei Werbung oder sowas für irgendwelche touristischen Geschichten, dass man sich das angucken kann. Gucken nochmal auf die andere Seite, sonst laufen wir so noch ein Stückchen weiter. Und gibt es hier nicht so ein Stierkampfstadion? Wie weit ist der? Stimmt, das hatte ich auch noch gesehen. So eine Stierkampfarena. Natürlich absolut nicht geil, aber vielleicht könnten wir da mal vorbeischauen, gucken, wenn da was los ist, ein bisschen auf die Kacke hauen. Das ist der Platz hier, aber das bauen die wohl jedes Mal wieder auf und ab. Sehr gut. Können wir Souvenirladen abchecken? Hast zu wenig zum Fahren, glaube ich. Genau. Noch ein paar Blumentöpfe wären doch gut. Guck
Guten Morgen. Im Hintergrund geht gerade die Sonne auf. Mag jetzt wieder 6:30 ungefähr sein. 5 Kilometer sind wir schon aus der Stadt rausgefahren. Und heutiges Ziel ist Ekbalam, eine alte Ruinenstadt aus den Zeiten der Mayas. Erste Pause, läuft alles wieder nach Plan, mehr oder weniger. Ich muss sagen, ich habe mich da echt schon ziemlich gut wieder dran gewöhnt ans Fahrradfahren. Also die ersten Tage, wo wir irgendwie 20 oder 30 Kilometer gefahren sind, dachte ich echt so, boah, oh mein Gott, das ist sowas von schwer. Da werde ich niemals irgendwie mit zurechtkommen. Aber jetzt sind wir halt irgendwie knapp 2 Wochen unterwegs. Und das fühlt sich wieder richtig gut an. Also meine Muskeln haben sich definitiv wieder daran erinnert, dass ich schon mal ganz viel Fahrrad gefahren bin. Und jetzt fühlt sich das echt schon wieder deutlich, deutlich besser an als vorher, als die ersten Tage. So haben wir jetzt 25 Kilometer gemacht. Läuft echt sehr, sehr angenehm. Ich habe mich da echt super dran gewöhnt an das zusätzliche Gewicht. Echt gar kein Problem mehr. Hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Schon mal so 5,5 Jahre mit dem Fahrrad um die Welt zu tuckern und dann erst auf Kinderanhänger, auf zusätzlichen Kinderanhänger umzuswitchen. Da hat man es untrainierter, dann vielleicht doch noch etwas schwieriger. Super, wir sind angekommen. Das hier ist unsere Cabaña. Heute mal wieder ein bisschen fancy unterwegs. Kostet schon ein bisschen was. Gute 25 Euro die Nacht. Aber ist halt auch irgendwie ganz cool. In so einer schönen Hütte mit Strohdach aus Holz und so weiter zu schlafen. Von daher. Naja, und so viele andere Möglichkeiten gibt es hier tatsächlich vor Ort auch nicht. Von daher haben wir uns das geschnappt. Jetzt bin ich schon dabei, die Räder vorzubereiten, denn wir machen einen kleinen Ausflug mit dem Fahrrad zu den Ruinen von Ekbalam. Das sind ungefähr 4 Kilometer von hier. Da können wir am besten mit dem Fahrrad hinkommen. Eine Zenote gibt es da auch noch. Wissen wir nicht ganz genau, ob wir uns die auch noch angucken. Ansonsten gibt es morgen auf dem Weg auf jeden Fall noch eine. Die werden wir uns dann höchstwahrscheinlich dann ansehen. Aber das sehen wir. Jetzt gucken wir uns erstmal die Ruinen an. Super, ab geht's. Ekbalam, auch wieder eine Maya-Stätte, was bedeutet so ungefähr vor 1500 bis 1000 Jahren haben die Maya hier wirklich intensiv gelebt. Da war die Maya-Kultur auf ihrem Höhepunkt und dementsprechend, so alt ist das hier auch. So, die letzten Gebäude wurden, glaube ich, 900 nach Christus erbaut. Und da vorne vor uns ist jetzt hier die Hauptsehenswürdigkeit von Ekbalam, die Akropolis. Ja, dafür bräuchte ich einen Auftrag. Ja, vale. Na, können wir da hoch? Zu dritt mit dir? Hoch vielleicht schon, aber ich weiß gar nicht, wie man runter dann kommt. Die Treppen sind ganz schön hoch. Ist ganz schön steil, ganz schön hoch. Vielleicht gehen wir abwechselnd da nach oben. Und der eine bleibt mit ihr unten. Nee, hätten wir ein Tragetuch dafür mitnehmen sollen. Das habe ich nicht gedacht, dass man hier so gut klettern kann. Thank you.
Boah, super. Ziemlich nice. Hier hat man nochmal einen Ausblick auf die Akropolis. Ganz schön hoch gewesen, ganz schön geiler Ausblick von da oben. Richtig cool auch, dass man hochklettern kann. Das war schon echt ziemlich cool. Wir waren vor ein paar Monaten auch schon in Chichen Itza. Da darf man halt allerdings nirgendwo hochklettern, das ist halt auch deutlich touristischer. Auch schon größer, gibt es noch mehr zu sehen, aber wie so diese kleinen Orte, wo halt nicht so viele Touristen sind, wo man auch noch ein bisschen selber die Ruinen erkunden darf, das gefällt uns dann doch schon noch ein bisschen mehr. Richtig geiler Ort hier, super. So, jetzt wird gekocht. Es gibt heute Spaghettis mit Tomatensauce. Karotten, schön klein geschnibbelt. Brokkoli, ebenso schön klein geschnibbelt. Und Knoblauch. Okay, läuft leider nicht ganz so reibungslos. Der Brenner ist mal wieder verstopft. Passiert irgendwie ziemlich oft hier. Ich glaube, das Benzin in Mexiko ist einfach richtig scheiße. Und ich habe hier so einen Draht am Start, mit dem ich da halt das alles irgendwie ganz gut sauber machen kann. Aber irgendwie scheint der echt komplett dicht zu sein. Was nicht so gut ist. Mal gucken, ich kriege ihn schon wieder zum Laufen. Morgen, wir sind bei der Cenote Chichican angekommen. Das war die erste Etappe für heute, 20 Kilometer. Hier machen wir jetzt ein bisschen Pause, gehen ein bisschen baden. Und von hier aus sind es noch 7 Kilometer bis nach Valladolid. Unser erstes richtig großes Ziel auf unserer Reise mit Kira jetzt. Da werden wir dann gut ein paar Tage wahrscheinlich Pause machen, uns die Stadt ausgiebig angucken und so weiter. Aber jetzt erstmal baden gehen. Cenote. Das war auf jeden Fall mal eine richtig nette Abkühlung. Mit Kira wollten wir auch kurz baden gehen, aber ihr war das Wasser zu kalt. Zweimal probiert, die Beinchen ein bisschen reinzutun ins Wasser, aber sie hat sofort angefangen zu schreien. Das hat ihr nicht so gut gefallen. Das war etwas zu kalt. Für uns war das gut. Eine kleine Abkühlung. Weiß nicht, waren jetzt eine Stunde oder so wahrscheinlich hier. Jetzt duschen wir, ziehen wir uns wieder um, dann wieder ab auf die Räder und nach Valladolid. Yeah! Super, wir sind gut in Valladolid angekommen, sind jetzt schon ein paar Tage hier. Videos von hier wird es dann nächste Woche geben. Jetzt wollten wir noch mal so ein bisschen reflektieren, was wir die letzten Tage so gelernt haben. Also wir haben für uns wirklich festgestellt, denke ich, dass es bei uns wirklich gut klappt, mit Kira, mit Baby, Rad zu reisen. Das war uns
vielleicht im Vorhinein auch gut Gedanken darüber gemacht haben, uns das gut überlegt haben, wie wir das Ganze machen wollen. Ja, dass wir das einfach mit dem so langsamen Schritten das angefangen haben, genau. Und machen das auch so. Das ist, glaube ich, wirklich A und O, dass wir jetzt wirklich nur die 2, 3, maximal 4 Stunden am Tag quasi, dass die in dem Wagen oder so verbringt. Und danach hat sie ganz normalen Alltag, was wir davor auch in Puerto Morelos quasi hatten oder was man normalerweise auch zu Hause hätte. Richtig. Das kommt natürlich, sage ich mal, aufs Kind drauf an. Da kann man jetzt vielleicht auch sagen, haben wir ein bisschen Glück. Das hat die Energie. Vielleicht hat sie das auch einfach in den Genen. Genau. Sehr gut. Klappt auf jeden Fall wunderbar. Wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Kira wird größer und größer und wird sich auch verändern. Selbstverständlich wird vielleicht andere Bedürfnisse haben. Auch mehr Charakter zeigen. Jetzt ist sie wirklich super klein und jetzt ist ihre Welt auch so klein. Und wir lernen sie so langsam Schritt für Schritt quasi kennen. Und so richtig Charakter hat sie uns noch nicht gezeigt. Ja, das stimmt. Könnt ihr auch gerne wieder, falls ihr da Erfahrung habt, längere Erfahrungen mit Babys und Kindern im Anhänger, gerne auch wieder eure Kommentare schreiben. Freut uns immer, da ein bisschen Austausch zu haben, ein bisschen oder zu sehen. Oder ein paar Tipps vielleicht, genau. Wenn ihr irgendwelche Tipps noch hättet, was wir irgendwie auch ausprobieren sollen oder was ihr denkt, irgendwie gut sein sollte. Da sind wir auch immer offen für irgendwelche neuen Sachen, die wir ausprobieren können. Hier nochmal ein Dankeschön an unsere Unterstützer auf Patreon und ich denke, damit beenden wir das Video. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem Video aus Valladolid. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Genau, Daumen nach oben nicht vergessen. Ciao. Viel Spaß. Ciao.